Da ist ein Buch. Wir müssen ans Buch rankommen. Hat er natürlich abgeschlossen, ist klar. Scheiße. Was haben wir denn hier an schöne Sachen eigentlich noch rumzuliegen? Kann man das Auto nutzen? Nee, natürlich nicht. Ein Basketball. Ein Radio. Kann man das irgendwie anmachen? Warte mal. Wir müssen vorne... Wow. Wo ist er? Hat er was? Der wäre so eine Dings bestimmt hingepackt, so eine Bärenfalle. Ja, das Radio hinten hinpacken. Alter. Psychopath. Check mich erstmal. Wenn wir das hinten hinpacken. Bei dem Hinterausgang. Dann müsste er ja dahin laufen. Theoretisch. Ist er jetzt drinne wieder? Nee. Oh, da steht er hinter einem Baum da. Warte mal, ich stell das nochmal ab. Nee. Lass ich schon nochmal fangen. Müssen die Sachen ja trotzdem noch da sein. Hä? Ach, der wollte gerade reingehen. Ach, leck mich am Sack. Okay. Also, wir stellen es hinten hin. Der ist schnell draußen. Wir legen es vor dem Hintereingang hin und rennen dann. Also, wir gehen hier rum. Ist er weg? Warte mal. Hier gehen hier rum, wo das Auto ist, links da vor die Tür und springen über die Gewölbe rüber. Und dann laufen wir außenrum über den Eingang. Okay. Der hat den Fernseher gesehen. Der eskaliert. Krass. Vielleicht verbackt er sich ja so, dass wir die Chance haben, da reinzugehen. Einfach pfeif dich, Junge. Jetzt hinter mir. Egal. Komm her, du Schlawiner. Fang mich. Wie haben wir das denn jetzt geschafft? Schau mich jetzt nicht so sehr. Ich glaube, die Tür ist auf. Er wird uns eh finden. War nur ein Versuch wert. Hm.
pensando muchas cosas y la verdad que no puedo seguir hablando de este modo. Yo reduzco costes. Es gab noch eine andere Taste, wo man in die andere Richtung gucken konnte. Gracias a la tecnología de la innovación, a través de canales directos y productos sencillos, podemos reducir nuestros gastos evitando por acto millones y reinvirtiendo todo ese ahorro en rentabilidad para nuestros clientes. Esta es sin duda una de las claves para nuestro éxito. En 1997, después de 150 años de historia, ING decidimos replantear nuestra forma de... Sind wir in den Raum reingefahren? Aber hätten wir den gemusst? Oh Gott. Oh Scheiße. Ich komme hier niemals raus. Ich werde auch immer leiser, das merke ich voll, weil ich immer angespannter werde. Alter, die Fratzke. Mit seinen drei Brusthaaren. Warte mal. Warte mal, das kann man ja nutzen, um... Ach, hier ist eine Tür hinter. Okay, jetzt wird er uns rausholen. Wieder nicht. Gespannt. Wie kriegen wir den Schrank hier weg? Da ist eine Tür und da müssen wir rein und da ist der Code. Dann läuft wieder rum. Ich weiß, es ist gerade nicht so spannend hier. Boah, ich finde diese Bugs gerade echt geil, dass man durch die Dinger gucken kann. Wie kriegen wir aber den Schrank hier weg? Setz dich wieder hin. Das muss irgendwie gehen. Ist abgeschlossen. Ich glaube, der wirft die Dinger einfach weg. Er wirft einfach, der wird einfach durchrennen. Machen wir das jetzt am besten. Ah, ich geh jetzt einfach raus, es bringt ja nichts hier. Wow, wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Alter, mir erschrocken. Okay, wir machen es jetzt mit dem Dings hier. Ist er noch da vorne? Da guckt sie aber auch immer und immer wieder dieselbe Dings an, ne? Da müssen wir rein. Oh. Warte mal, ich hab die Idee. Wenn das jetzt klappt, dann fresse ich einen Besen. Ja.
Ich sehe das Radio nicht mehr, weil es so dunkel ist. Ach, mit F hebt man auf. Ich guck einfach mal, ob es klappt. Tomaten. Auch zu. Fuck you. Alles ist zu. Warte mal. Gibt es da noch irgendwas Interessantes hier? Was ist denn mit... Ach, guck mal. Dann sieht er uns auch nicht mehr. Und die Lichter werden wahrscheinlich auch Helligkeit für ihn. Also dann sieht er uns auf jeden Fall auch. Also Lichter ausmachen ist schon mal nicht dumm. Was haben wir denn hier hinterm Haus noch? Okay, da können wir nicht hin. Pfanne. Das war's eigentlich auch. Was haben wir hier? Ein Toaster? Ich will noch einmal, ich guck noch einmal rein. Ob wir irgendwas Schönes finden, ansonsten. Und jedes Mal, wenn wir gefangen werden, verändert er was. So viel dazu, er lernt mit. Krass, ey. Das jetzt gewesen, ja, ne? Theoretisch ist er selbst schuld. Und am Ende, wenn man das durchgeführt hat, erfährt man, dass er eine Geburtstagsparty für uns feiern, also geplant hat. Wäre natürlich echt der Hammer. Okay, rennt hier mal noch rum. Ich warte hier oben lieber nochmal. Er geht alle Türen ab. Also er sucht uns auf jeden Fall. Es ist gar nicht mal so leicht, weil wir müssen jetzt theoretisch rein, das Buch nehmen, die Ziffern merken. Dann müssen wir in demselben Atemzug aber noch das Brett abkriegen, das Schloss aufknacken und dann rein und in den Keller rein. Das ist... Ich habe da auch schon zugemacht.
Wo ich dachte, die Scheibe wäre eigentlich keine da, aber da war eine Scheibe. Johann Wolfgang von Goethe. Er dürfte hier eigentlich gar nicht reinkommen, ne? Theoretisch. Aber ich finde hier nichts. Also wie gesagt, die Komplettlösung werdet ihr hier nicht finden. Ich wollte das Spiel aber nochmal antesten. Und dann werden wir mal schauen. Wenn es in der Vollversion zu erhalten ist, werden wir uns das wahrscheinlich gemeinsam holen. Und dann werden wir gemeinsam diese Reise hier bestreiten. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr lustiges Spiel. Aber auch strategisch und ein bisschen gruselig auf jeden Fall. Also wenn er da einen hinterher rennt und so. Also es ist schon eine gewisse Spannung da einfach, ne? Man weiß nicht, wo er ist. Man hofft, er findet einen nicht. Und wenn er einen findet, kommt halt diese grauenhafte, schreckliche Musik. Jetzt bin ich in dem Raum hier drinne. Soll ich es mal riskieren, einfach mal Licht anzumachen? Steht da, saugt. Auf der Rückseite sehe ich nichts. Da noch irgendwas? Nee, hier haben wir eine Lampe, aber die geht nicht an. Wie kommen wir da irgendwie rein? Boah. Du Scheiße, du. Ja, wie gesagt, lassen wir uns nochmal fangen. Haben wir hier. Oh, so schnell ist er gar nicht. Ach, hätte er mich nicht mit der Kartoffel abgeworfen, mit der Tomate. Na, wie gesagt, das ist auf jeden Fall Hello Neighbors, ein sehr spannendes Spiel in der Pre-Alpha. Und machen wir erstmal hier erstmal einen Cut und dann gucken wir mal, wie die Vollversion sich entwickeln wird. Aber da oben müssen wir. Nee, das ist. Ich würde jetzt hier noch 5 Stunden versuchen, aber das will ich euch nicht antun. Auf jeden Fall, bestimmt auf anderen Channels werden die bestimmt die Lösung gefunden haben. Ich nicht. Ich wollte es euch nur antesten. Hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und dann sage ich mal, bis dann denn. Tschüss.